Ja, aber wir fragen jetzt die auch, wie wir alle unsere Leute fragen, zum Thema Mein Liechtenstein. Was fällt dir da dazu ein an Begriffen? Jetzt hast du ein paar schon aufgeschrieben. Das Erste, was dir eingefallen ist, ist Stolz. Bist du stolz auf Liechtenstein oder auf was bezieht sich der Stolz? Ja, insgesamt natürlich stolz auf Liechtenstein plus auch stolz auf unsere Bevölkerung. Und ja, in dem Sinn, dass wir als kleines Land doch in dem Sinne in der Grosswelt doch bemerkbar sind und auch kämpfen können, dass wir überhaupt wahrgenommen werden im Leben und in der Wirtschaft. Da hat man sich in einem grossen Land verloren fühlen. Ist das jetzt eher so die neue Heimat mehr denn, oder? Ich würde schon sagen, dass es besser ist. Also ich kenne es natürlich noch so, aber ich würde für mich sagen, ist das die perfekte Lösung für mich selber. Jetzt kann es natürlich sein wie eine Familie eigentlich, oder? Wenn man das Land wie eine Familie nimmt, oder? Da ist es manchmal toll, wenn man so nachbenannt ist und sich gegenseitig unterstützen kann. Handkehrum wird man aber sich auch mal wieder zurückziehen können, oder? Ist das möglich in dem Land? Das ist sicher möglich, denn ich würde es so sagen, wenn man Kontakt sucht, hat man schnell gefunden. Wenn man nicht sucht, dann ist es ja auch noch ein Satz zum Kollegen und sagt, du, ich brauche jetzt einmal eine Pause von dir. Bitte lass mich jetzt mal in nächster Zeit in Ruhe und gut ist. Also, ich sehe das jetzt nicht so eng. Ja. Aber wenn man es euch baut, dann war es noch gleich das ganze Land, oder? Das ist klar, aber das ist auch so. Das Positive wie das Negative kommt natürlich, eher das Negative kommt noch schneller als das Positive, das ist sicher so. Jetzt hast du als dritter Begriff Fürst geschrieben, was willst du uns damit sagen zum Thema ja. Mein Liechtenstein? Eben mit der Debatte, die gerade letztens war, mit der Abstimmung, wo ja jeder gesehen hat, dass es eigentlich zu 76% klar für den Fürst abgestimmt ist, was auch meine Meinung ist. Und habe ich gedacht, ja, das gehört sicher auch zu meinen Liechtenstein dazu, dass der Fürst auch zum Land gehört. Also ist Liechtenstein so, wie es ist, Demokratie genug für dich? Für mich vollkommen. Tipptopp. Also. Und die Initianten, die gesagt haben, ja, mit dem Vetorecht hat er aber immer das letzte Wort. Das ist also quasi wie eine Demokratie auf Abruf. Ja, das kann vielleicht so sein, aber er möchte auch noch das Beste für das Land, wie wir selber auch. Also gehe ich davon aus, dass er auch mitdenkt und auch in dem Sinn nach vorne denkt und nicht einen Schritt nach hinten macht, sondern einen Schritt nach vorne für das Land.